Yo, 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 was geht ab? Wieso geht das schon wieder nicht? Ah, okay, ich hab's verstanden. Numpad war aus. Super. So. Wir sind wieder am Start nach dem Ausfall gestern. Geht's heute auf Fjorda weiter? Wir haben einiges zu tun. Und ja, nicht verzagen, sofort anfangen, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ich habe die Tiere abgeholt und war dann mit durch. Hab gestern ausprobiert, das habe ich ja vorgestern gesagt, ob ich von meinem Privatspielstand tatsächlich Tiere rüberholen könnte. Weil ich ja beim Überschreiben der Save-Dateien von einem anderen Spielstand mit drinne hatte. Und der nur die Dateien überschrieben hat, die ich nutzte. Also Aberration, Extinction und so sind nicht genutzt. Und tatsächlich konnte ich dann auf diesen Maps meinen Privatspielstand spielen. Mit meinem Stream-Speicherstand. Nur, dass die Tiere halt nicht mir gehören und ich die dann per Cheat claimen muss. Ja. Bin ich am Überlegen, ob ich da einfach dann ein paar Tiere mal rüberziehe. In Ruhe. Mit 1000 Safe-Spielständen, weil wenn ich da einen Fehler mache, ist der Spielstand weg. Ja. Wäre so eine Überlegung wert, ne? Gibt da ein, zwei Tiere, eine Menge Ressourcen natürlich. Wird uns ein bisschen was verkürzen, erleichtern und so weiter. Ich würde die aber dann wahrscheinlich alle auf Island erstmal parken und ne, irgendwann gucken wir uns hier mal an. Mache ich vielleicht am Wochenende, vielleicht auch nicht. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Mal schauen. Was noch war? Ich wollte ja eigentlich gestern streamen und dann Capcom Pressekonferenz gucken. Arschkarte, ich habe mich im Datum geirrt. Wobei nicht im Datum, sondern in der Uhrzeit. Die Pressekonferenz von Capcom war gestern um 0 Uhr. Also, nachdem ich vorgestern den Stream ausgemacht habe und schlafen gehen wollte, habe ich dann die Capcom-Pressekonferenz geguckt. War sehr interessant. Gab auf jeden Fall, ach, der hatte Kryokrankheit, okay. Gab auf jeden Fall ein, zwei Infos, die mich interessiert haben. Leider auch erst am Ende der Pressekonferenz. Das heißt, ich war noch bis zwischen 12:30 und 1 wach. Und hab dann auch irgendwie gestern nur 4 Stunden geschlafen und war dann dementsprechend gestern Abend auch voll am Arsch. Oder beziehungsweise den ganzen Tag am Arsch. Ja, aber wir haben Neuigkeiten zu den DLCs zu Resident Evil Village. Ja, die kommen im Oktober und erzählen die Story des Spiels weiter. Ja, wir kriegen dann ein DLC, in dem wir als Rose, die Tochter von Ethan, scheinbar nochmal ins Anwesen von Lady Dimitrescu zurückkehren. Bin ich gespannt drauf und dann gab es noch ein, zwei. Ja, es gibt dann ein. Das Spiel stürzt gerade ab. Super. Es wird einen Third-Person-Modus für Village geben. Vielleicht können wir das ja mal im Third-Person-Modus dann durchspielen. Und der Merchandise-Mode bekommt als spielbare Charaktere noch Chris Heisenberg und Lady Dimitrescu. Das ist so das, was auf der Pressekonferenz von Capcom gedroppt wurde. Es gab noch ein bisschen was zu Resident Evil 4. Aber nichts Besonderes. Ja, und hat den Trailer nochmal abgespielt und paar Sekunden Gameplay gezeigt. Nicht viel. Und die letzten beiden Remakes plus Resident Evil 7 haben nochmal ein Grafik-Update bekommen, weil die jetzt für die PS5 natürlich re-released werden. PC kriegt gratis Update und wer die auf PS4 hat, kann die auch gratis über seinen Account updaten. Junge, das Spiel ist voll abgeschmiert.
Toll, ich liebe das bei Ark. Wenn Ark abschmiert, kann ich es meistens nicht mal über den Task Manager schließen. Das ist so ein Bullshit. Weil der Task Manager unter dem Ark-Fenster ist. Cool. Das ist auch nur bei Ark so, wenn das abschmiert. Alle anderen Spiele haben das nicht. Und auch nur in ganz seltenen Fällen bei Ark. Super, dass ich den Fall gerade erwischt habe. Selbst wenn ich hier rüber Task Manager mache. Mann, ich hatte das doch mal, dass ich da trotzdem raufkam. Selbst Steam kann ich nicht öffnen jetzt. Alles, was unter Arc ist, unter dem Arc-Fenster, kann nicht, wird nicht geöffnet. Das ist so dumm. An sich könnte ich jetzt sagen, ich mache den Stream nochmal einen Neustart, damit ich kurz den PC neu starten kann. Mann, was soll denn das? Scheißspiel. Bin einfach kein Arc mehr. Ah, so ein Bullshit. Cool, jetzt kriegen wir doch hier das Windows wieder. Ach, wie habe ich das denn letztes Mal gemacht? Vielleicht sollte ich mir angewöhnen, den Task Manager auf dem zweiten Bildschirm zu haben. Warum schließt das jetzt? Wieso? Okay, es regt sich was. Ich habe zumindest einen Sound. Scheinbar habe ich hier doppelt und dreifache Arc-Fenster gerade jetzt. Hä? Junge, PC voll am Arsch, was ist denn das? Fließen. So? Da rödelt auf jeden Fall. Ach, das ist doof. So doof. Waren das andere? So war das. Warte mal. Ja, da war der Taskmanager gerade. Den hier rüberziehen. Ein neuer. Ah! Lol, was habe ich denn jetzt getan? Lol, was ist das denn? Ich kann einfach einen neuen Desktop aufmachen. Da ist nichts geöffnet. Geil. Ist ja krass. Nee, nicht Fotos. Digga! Da will ich hin. So.
Ja, das ist halt kompletter Bullshit, ne? Aus dieser App auf allen. Nein, schließen sollst du das Ding. Dieses Fenster auf allen Desktops anzeigen. Ah, guck mal. Ah, guck mal. Ah, ha, ha. Ah! Ich hab's geschafft. Glaube ich. Ja, wir haben es geschafft. Nice. Starten wir Arkma neu. Keine Ahnung, warum das zwischendurch mal so abschmiert. Ach. Natürlich ist jetzt auch. Gehen. Ach, cool, ja. Ah, ich weiß, woran der Absturz lag. Das Set hat sich getrennt. Und wenn ich das Headset immer ausmache, bevor Arc sich geschlossen hat, hängt es sich auch auf. Keine Ahnung warum. Ja, also Technik, die man nicht verstehen muss manchmal. Rein theoretisch dürfte das jetzt wieder Headset neu starten. Ja, guck, da ist der Sound wieder. Nice. Okay, vielleicht können wir jetzt vernünftig spielen. So. Ark Fjordor. Zack. Drinnen in den gammligen Hasen hier. Wir wollen Fortschritt machen. Bisschen. Also, was heißt ein bisschen? Ich habe noch ein, zwei Videos angeguckt zu Fjordor. Gerade was so die ein Boss bis jetzt angeht. Es gibt ja große Endboss auf der Map ist ja der Fenrir, der Wolf, den man im Trailer gesehen hat. Und um zu denen zu kommen, müssen wir eine ganze Menge machen. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon gesagt. Schritt 1 ist Alpha-Tiere töten. Ist mit unseren aktuellen Tieren easy. Schritt 2 ist drei Minibosse besiegen. Einer davon ist ein Insekt, das heißt Megatherien könnten uns da gut weiterhelfen. Die sollten wir uns dann vielleicht entweder auf der Map anzüchten oder wir nehmen den schnellen Weg und holen uns die Megatherien, ne, von The Island. Boah, ich könnte meine Megatherien aufwählen. Ich habe Ideen. So. Speicherstand ist natürlich weg, wenn Ark abstürzt, ne? Weil das Spiel speichert nicht zwischen. Ich glaube, ich gehe doch bald und gucke, dass ich mir, was weiß ich, so einen 5-Mann-Server miete, ne? Läuft einfach besser als Singleplayer. So. Okay. Schritt 1. Hier laufen ein paar Spasten rum, die mich ärgern wollten, ne? Die nehme ich jetzt erstmal auseinander. Irgendwo hier war ein Kano, der stirbt. Habe ich den nicht schon getötet? Ich weiß es gar nicht. Terrorvögel, Rexe, ich mache euch alle platt. Oh, die sind alle geflohen, hier ist nichts mehr. Da hinten, ich sehe sie. Ja, ist halt jetzt. Ach, guck mal, die Schweine. So. Das Ding ist jetzt natürlich, wir müssen irgendwie gucken, dass wir auf dieser Map jetzt bisschen Fortschritt machen. Junge, wie viele scheiß Käfer fliegen denn hier umher? Und wo fliegen die hin, dass ich die nicht looten kann? Oh, guck mal, das Metall. Gut zu wissen. Es
gibt viele Sachen auf dieser Map zu erkunden. Ah, ich habe gerade von Alphas gesprochen, ne? Guck mal da. Ein Alpha-Raptor. Da fällt mir ein, ich habe gar kein Awesome Spyglass, ne? Wir brauchen Kristalle. So, der gibt mir Runensteine. Die brauchen wir, ja. In gewisser Menge. Danke für den blauen. Ich weiß gerade aus dem Kopf nicht die Menge, die wir brauchen, aber ich glaube, es waren um die 100 für Boss. Guck mal, da war die dumme Sau. Komm her, ich zeig dir, wie ein richtiger Rex aussieht, mein Freund. Yeah. Zeig gleich. Frage ist, wer stirbt zuerst? Nicht ich. So. Ja, ich denke mal, also, wenn wir da irgendwann jetzt hinkommen, den Fenrir auf Gamma wird easy. Alpha, Beta weiß ich nicht. Alpha müssen wir aber machen, um den Mjölnir-Skin freizuschalten. Also, Thors Hammer. Haben wir aber Zeit, weil den kann ich nicht nutzen. Na, der ist... Da ist noch so ein... Komm her, du Kackbratze. Scheiß Terrorvogel, komm, lauf nicht weg. Ich krieg dich sowieso. Guck mal, wie der Angst hat. So. Ende im Gelände hier. Schluss mit lustig. Ich bin der neue König der Insel. So, die Frage ist jetzt. Ich wollte ja sowieso hier weg, ne? Also das hier ist unsere First Base. Ich habe ja da noch so ein, zwei Stellen gesehen, ne? Gerade so dieses Dorf juckt mich ja. Ja? Ich lasse das hier trotzdem erstmal alles durchbrennen und... Das ist einfach nur die Fjordermusik, okay. Wir lassen das hier erstmal alles durchbrennen und, kochen und was auch immer ich hier jetzt gemacht habe. Du kannst mitkommen. Gehen aber in der Zeit schon einmal weiter und... Okay, das sind alles die gleichen Runensteine. Die heißen einfach Runenstein. Besiedeln eventuell schon das Dorf. Dann würde ich vielleicht heute gucken, dass wir ein paar Runensteine sammeln. Ja. Und dann eventuell, wie gesagt, der erste Miniboss ist ein Insekt. Die Megatherien rüberholen, weil die müssen ja theoretisch eh gelevelt werden. Und dann gucken, ich weiß nicht, wo der ist. Das ist nochmal ein anderes Ding, da müsste ich dann eventuell nachgucken. Beziehungsweise generell Map erkunden. Ja, ich muss wissen, wo der Teleporter ist, mit dem wir auf die anderen Teile der Map kommen. Zwei Alpha-Raptoren. Nice, Digga. Fress ich. So. Okay. Nein, 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 nein. Nein! Töte es! Oh fuck, ein Raptor. Ist halt gefährlich, ne? Weil ich hab nur... Ich hab den Markrops dabei, ich bin ja auch doof. Dann würde ich gerne einen Fjordhawk zähmen, ne? Den Wanderfalken hier auf der Map. Ich hab das falsch... Da ist ein Alpha. Ich wollte gerade sagen, was springt denn da umher? Ich glaube, Alphas gibt es hier auch vermehrt auf der Map. Ne? Wir können gleich mal... Nee, nee, ich guck nicht in den Dino-Feinde. Kill den jetzt hier einfach mal schnell. Ich hatte beim ersten Mal ja verstanden, man muss dem Dinos opfern, den kleinen Falken.
Nee, nicht ganz richtig. Man muss ihn tote Tiere hinbringen oder Tiere in seiner Nähe töten, die er dann fressen kann. Je größer das Tier, desto mehr Fortschritt kriegst du. Also wenn er Brontos frisst, kriegst du natürlich deutlich mehr, als wenn er... Na? Und so. Eine blaue Hose nehme ich auch. Der Rest. Ganz ehrlich. Müll. Ah. Bogen, Müll. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, wo es den Falken gibt. Ne? Wir haben bis jetzt gefunden von den neuen Tier den Androsuchus. Für den brauchen wir Honig. Habe ich noch nicht gefunden. Könnt halt gucken, wo es das alles zu finden gibt. Ne? Also wie gesagt, ich habe ja auch schon Videos geguckt, da wurden Koordinaten von den Bossen genannt. Aber das merke ich mir halt nicht. Das sind so Sachen, ja, schön. Mal kurz nachgucken, dann weiß man's, aber. Ich habe einen Dino-Feinde, damit könnte ich die Tiere explizit suchen. Möchte ich aber gar nicht. Also ich würde gerne einfach so, ne, so ein Fjordhawk. Vielleicht mal ins Wiki gucken, in welchen Gebieten, aber das Wiki ist halt noch komplett Bullshit. Das kannst du vergessen. Ich weiß auch nicht mehr, wo das Dorf war. Das war hier in der Nähe, das war nicht weit weg. Gott sei Dank, da unten ist ein Giga, wa? Aber das ist nur ein Rex. Bino? Ist Bino. Ja, aber kein guter. Level 50? Der ist so schnell tot? Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, warte mal. Ich wollte ja sowieso ausprobieren, ob ich in dem Dorf überhaupt, ne, ob ich Foundations setzen muss. Ich denke mal, es gibt hier wieder so geile Strukturen wie auf Lost Island, ne? Also ich habe in dem Trailer, ich habe mir den Trailer nochmal angeguckt, da war auch eine Burg zu sehen. Also heute ist hier erkunden, 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 würde ich sagen. Ne, da bin ich auf eine Art froh, dass ich mir den Argentavis Rüd mit rübergezogen habe. Und dass wir den auch schon abgeholt haben. Was macht das Erkunden weh? Ich könnte jetzt auch im Game Mode über die Map fliegen und mir alles einmal angucken, ne? Aber das möchte ich nicht. Hier mit meinem Falken, mit meinem Adler rumfliegen, das ist schon cool. Das bin nicht unbesiegbar mit dem, haben wir gesehen in der Wüste, ne? Also, ein Feuer Wyvern kann den killen. Da war ich mir zu sicher, dass das nicht geht, ne? Dass ich nur Blitz Wyvern fürchten muss und eventuell Gift. Aber scheiße! Auch die Feuer sind gefährlich. Da würde ich gerne hier auch mal rüberfliegen. Auf die Insel, wo die Feuerwyvern sich aufhalten. Da hinten. Einfach auch mal zu gucken, wie ist der Spawn dort, ne? Wie gut komme ich an die Eier ran? Welches Level haben die? Aber irgendwo hier war doch die fucking, das fucking Dorf, ne? Also das war nicht so weit weg. Können auch gleich nochmal ins Redwood fliegen. Mich interessiert immer noch der riesige Baum da hinten. Erstmal, komm hier. Wolltest mich eben angreifen, dafür gibt's die Strafe. Ja, wo wir darauf achten müssen, in diesen drei Untergebieten, können wir nicht fliegen. Zumindest nicht mit dem Skorpion, mit dem. Mit normalen Flugtieren. Ja, wenn wir uns hier diese neue Fledermaus holen, damit geht's, weil die darf in Höhlen fliegen. Alter! Nein, Katze, das ist nicht für dich. Push.
Okay. Hier ist auf jeden Fall eine fette Metallader. Dort sollten wir ein bisschen. Oh, so viel Metall! Und ich habe eine gelbe Spitzhacke. Da ist eine Rune. Kann doch nicht so weit von dem Dorf weg sein. Nee, Katze jetzt. Was hier unten? Ja, guck, da ist es doch. Ist auch eine kleine geile Hütte. Boah, guck mal, da liegt ein fetter. Könnte das? Könnte das so ein Mineneingang sein? Bisschen Metall kriege ich ja in den Argentavis noch rein. Ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Er ist voll. Hohes Filet. Auf dieser Map ist. Ah, das ist. Ist. Scheint aber kein Eingang zu sein. Okay. Muss zum Wasser runter. Scheiße! Hab den Sinomar-Krops, ne? Alpha. Ich flieg da jetzt mal kurz runter. Trink schnell was und dann fliegen wir wieder hoch. Also ich denke mal, für Alphas müssen wir uns auf der Map hier ganz besonders vorsehen, weil, na, wie gesagt, müssen Alphas töten. Das ist die erste Map, glaube ich, wo man es muss explizit. Ja, wobei, nee, du musst ja für. Ich glaube, für den Overseer brauchst du auch Alpha Teile auf der Island. Aber halt wirklich erst für den. Ja, für Beta und Gamma. Hier ist das halt so ein Upgrade-System. Ne? Du sammelst die Alphas, um Runensteine zu bekommen. Mit diesen Runensteinen kannst du zu den Zwischenbossen, die dann auch nochmal Runensteine droppen, aber höherwertige. Mit denen du dann zu den richtigen Bossen kannst, also die Ark-Bosse von The Island. Und von denen brauchst du halt die Köpfe, um zu dem Endboss dieser Map zu gelangen, ne? Also zum Fenrir. Ist schon Hausnummer. So, warte mal. Einfache Sache, ich möchte im Dorf eine Schmelze haben und braucht Fasern. Komm mal, Feuerstein kriege ich hier mit. Zack. Fasern. Tü-lü-tü-lü-tü-tü. Zack, die Schmelze. Guck, jetzt habe ich Hunger. Das ist in diesem. Auf dieser Insel ist das echt doll, ne? Also, du kriegst übel schnell Hunger. Du kriegst übel schnell Durst. Weil ich glaube, Durst ging noch, aber Hunger ist auf dieser Map extrem schnell weg. Weiß nicht warum. Irgendeine Einstellung verkackt? Fall bin ich dezent überlastet. Hier auch an. Fasern wollte ich eigentlich nicht wegschmeißen.
Fasern sind ja jetzt nicht die Welt. So, hier war das Dorf. Das sieht auch aus wie eine schöne Hütte, wo man einen Schmelzofen reinstellen kann, ne? Aber wir können hier drinnen random bauen. Ist ja geil. Okay, das Dorf gehört mir. Das ist ja mega. Oder hier. Holz. 300. Hol's rein. Zünde an. Brenne. Okay, jetzt muss ich hier mal so ein bisschen. Also wenn wir hier jetzt ein Dorf claimen, ne, dann haben wir verschiedene Häuser. Oh, das hier ist das Haupthaus, ne? Hier kommen Werkbank, Fabricator und so rein, würde ich sagen. Strom. Hier könnte man vielleicht die Betten reinstellen. Das wird Schmelzofen, ne? Da kommen mehrere rein. Hier kein Plan. Lager. Nein, und wir haben hier Free. Karotten, Kartoschki, Zitrone, das spawnt hier alles. Mega geil. Es scheint ja hier richtig zu wachsen. Yippie-yay, Schweinebacke. Cool, was kann ich denn jetzt hier? Warte mal, was können wir denn jetzt instant bauen? Wo muss ich nichts für abholen? Guck mal, die Samen brauche ich hier jetzt nicht mehr. Also wir brauchen hier auf jeden Fall Schränke. Schrank. Zack. Fasern und Stroh. Schade, dass ich die Fasern weggeschmissen habe, aber egal. Da kriege ich ganz schnell neue hier. Auch Stroh. So. Würde ich sagen, Schränke again. So, dann brauchen wir eine Werkbank. Dafür brauchen wir brauchen das. Ja, das war's eigentlich, ne? Der Rest ist so. Frage ist, kann ich hier Türen einsetzen? Ich denke mal nicht. So, ein Bett wollte ich noch bauen. Bett 2. Bett, da ist es. Nee, da ist es. Okay. Und natürlich, was nicht fehlen darf in keiner Base, ist eine Karte. Und der Insel. Ich glaube, das haben wir unten auch noch nicht hingegangen, oder? So, dann. Ja, die Schränke würde ich einfach mal spontan hier hinsetzen. Loch da an der Wand lasse ich mal frei. Nice. So, hier kommt dann die Werkbank hin. Die kann ich nicht platzieren. Okay, hier drinne kann ich nicht bauen. Könnte ich hier drauf? Nee. Ja gut, komm, dann hauen wir die Werkbank hier mit rein, ne? Die Schmiede. Hat eigentlich was, wenn das da unten ist, ne? Also ich finde das jetzt nicht schlimm. So, okay. Ah, hier die Schmiede, dann würde ich ja sagen, hier.
Vielleicht arbeiten wir hier auch nicht groß mit Elektrizität, also so ein Kühlschrank und so, sondern einfach wirklich mit der Räucherkammer. Und mehreren Räucher kann man dann in dem Fall, ne? Weil Betten stehen auch. Kann ich hier eigentlich das? Nein, ich will nicht schnell reisen. Wollte hier eigentlich das. Okay. Das Gras so ein bisschen wegernten. So. Aber ich kann an der Wand hier nichts platzieren, ne? Kein Boden oder Einrastpunkt. Das ist ein bisschen schade, dass man hier nicht so vernünftig drinne bauen kann. Ja, okay. Muss ich hier in der Mitte irgendwie eine Hütte bauen? Eine 4x4 Base kann ich hier eigentlich hinstellen, ne? Da vorne so. Warte mal, was habe ich denn hier? 6x2. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ernten wir hier mal schnell alles ab. Aber das wird dann halt das Haus, wo wir unseren Generator drin platzieren mit einem Kühlschrank und so. Na, mal gucken. Fabricator, schieß mich tot. Problem ist dann halt bloß, das wird zu weit weg sein von den anderen Gebäuden, um zu pullen. Aber damit kann ich leben. So. Bäumchen, du stehst im Weg. Da hinten ist ja noch eine Hütte. So, was brauchen wir da? 2, 6, 12, 20 Wände. Beziehungsweise eine Tür. Wände. Wieso kann ich schon wieder kein Fenster? Da geht's nicht. Ich habe das nicht gel. Ich kann das aus Lehm, aber nicht das aus Holz. Kann man für eine Lehmwand nicht Holzwände lernen? Also, das ist relativ weird. Aber egal. Gut. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Danke, dass du mir sagst, dass ich überladen bin. Hab ich selber nicht gedacht. Ich dachte, ich kann noch. So, zack, zack, zack. Da und hier. Ich weiß auch nicht, ob hier was Gefährliches spawnt, was Holz zerstören kann, ne? Also, dann sind wir ein bisschen RIP.
Aber naja. Bleibt dann wohl nicht aus. Warte mal, ich wollte jetzt gucken, dass ich die auch so ein bisschen im Stil der anderen Häuser hier baue. Also, wieso kann ich keine Holzrampe? Ja, nicht drüber nachdenken. Schräges Holzdach, wo haben wir es denn? Holzfalltür, dreieckiges Holzdach. Oh, guck mal, wir können hier keine Scorched Earth-Sachen nähern, so wie es aussieht. Ich kann hier keine Aberration-Sachen nähern. Ich kann keine. E Du kannst nichts lernen. Oh. Also du kannst hier wirklich die Island-Sachen. Das war's dann anscheinend. Das ist ja gut zu wissen. Okay. Schräge Holzwand links und rechts werden wir, glaube ich, brauchen. Dreieckiges Holzdach. Gucken wir mal, was wir daraus gebastelt kriegen. Sich nicht kommen. Machen wir erstmal den. Hä? Digga. 10. So. Ich habe eine Holzwand gebaut. Ach so, weil ich auf die Null gedrückt habe. So, dann hier erstmal. Ja. Ich kann mich nicht bewegen. Das ist ja toll. Bauen wir einen Schrank. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Tür. Wir haben trotzdem zu viel Enter. Okay, zack, zack. Ganze Holz da erstmal rein. So. Die Wand kann da auch erstmal rein. Jetzt müssen wir gucken, wie bau. Ich weiß gar nicht, wie dieses schräge Zeug funktioniert. Okay. Okay, ich verstehe es. Snappt aber ganz komisch. Oder? Und da muss ich halt auch noch was. Da war's. Oh Gott. Junge. So. Ja, das snappt echt voll komisch, ne? Aber. Nee, das ist doof, das ist doof. Oh, guck mal, wir haben hier auch wieder die Nordlichter. Ich mach mal kurz Gamma, wenn ich sie irgendwo finde. Man sieht, ich habe gestern viele Dings ausprobiert. Viele Commands.
Was ist das hier eigentlich für ein Haus? Mit Brücke? Müsste man eigentlich hier so ein Dino-Tor dann vorstellen, ne? Oh, ich brauche auf jeden Fall mehr davon. Ich mach mal einfach nochmal. Ich meine, die sind ja nicht weggeschmissen. Gut, dann müssen wir den anderen Stuff hier herholen. Das ist ja nicht so viel, ne? Wir haben noch, ja noch nicht so viel gebaut. Können wir aber auch später machen, ne? Das ist jetzt nichts, wo ich sag: Alter, ich muss unbedingt jetzt hier. Alles instant rüberholen. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist hier davon 2, 3. Okay. So. Juckt die Nase, mir juckt die Schnauze, mir juckt einfach alles heute. Schon geil aus. Also das Erkunden liegt gleich nachher noch im Vordergrund, ne? Das ist jetzt erstmal nur hier. Ist halt auch richtig so rund damit bauen, ne? Das ist schon. Okay, du kriegst auf jeden Fall. Ich muss wahrscheinlich. Warte mal. Nur mal was ausprobieren. Denk mal, da muss ich das weiter hier runterziehen, ne? Oder hier hinten noch was ranmachen. Oh Gott. Das ist eine ganz neue Methode für mich zu bauen. Und gerade, ne? Also wie gesagt, die setzen sich hier ganz komisch. Guck, der da ist schon wieder falsch gesetzt. Okay. Muss das. Hier so komisch aus, ne? Was ist hier bei dir alles im Inventar? Nicht mehr viel Holz. Aber. Ich habe ja hier noch genug Bäume. Crafte ich die Scheiße mal schnell und dann gucken wir mal. 21, ne? Was über bleibt, bleibt über. Auf jeden Fall werden wir uns da mal auf dem Metallfeld noch austoben.
Ich habe ja nicht so viele Bären dabei. Aber okay. Tüdelütütü. Das ist jetzt wieder, jetzt muss ich wieder von der Seite irgendwie im richtigen Winkel stehen. Genau. Und dann. Kannst es halt auch nicht drehen, ne? Wie normale Strukturen. Mach das nicht mit. Und da geht er nur nach unten. Jetzt. Guck mal, absolut falsch gesetzt, ey. Das ist doch Kacke. Denken sich das aus? Krüppelig aus, ne? Nee, du kannst es einfach nicht aussehend da reinsetzen. Ah. Ich sage ja, wahrscheinlich ist es einfach, ne? Zu klein dafür. Wenn ich jetzt so ein Fundament in der Nähe. Das ist doch. Wieso kann ich den jetzt da nicht reinsetzen? Verstehe es nicht so ganz. Ganz, ganz komisch. Digga, das ist absolut hässlich. Wahrscheinlich musst du das viel, viel größer bauen. Oh, so geht das, ne? Aber das müsste jetzt hier, müsste es einen Abschluss haben. Und hier auf der Seite müsste es halt genauso aussehen, aber. Bringt er halt nicht fertig. Der Dude. Und ich habe keinen Plan, warum er das nicht fertig. Der war. Scheiße.
Das ist ganz komisch, weil du nur aus bestimmten Winkeln das machen kannst, scheinbar. Bock, da war er. Muss den im richtigen Moment setzen. Ha, ich hab ihn. So, aber den kannst du wieder nicht. Guck. Ja. Er will nach oben. Ja, wenn ich so mache. Nee, der will trotzdem hier nicht weiter runter. Warum auch immer er da nicht weiter runter will. Schwierig. Aber naja. Ganz ehrlich, das Ding soll nicht schön sein, das Ding soll. Wie Holz du hier farmen kannst. So, ich mache hier nochmal. Wie viel krieg ich da nochmal hin? Nochmal 6, dann haben wir ein Doppelhaus. Vielleicht kriegen wir aus diesem komischen Ding hier noch was zusammengeknüppelt. Immer noch zu schwer. Ah, okay. Jetzt hänge ich hier fest. Nice. Fenster natürlich umsonst gesetzt, ne? Hier die Seite ist jetzt perfekt abgeschlossen. So, hier ist halt schwierig. Was hat die Seite, was die andere Seite nicht hat? Ah, guck mal. Zack. Ganz weird. Dann sage ich einfach, die Scheiße ist abgebrochen. So, okay. Zack. Noch schnell hier alles weggrabbeln. Damit wir keine Grasauswüchse in unserer Butze hier haben. So, dann will ich nochmal gucken. Dinge funktionieren. Okay. Ja, die werden aber nicht richtig drauf sitzen, ne? Beziehungsweise, wenn die Wand da. Ist die Wand. Ja, gut. Du hast von oben da trotzdem noch diese kleine Lücke. Aber ich glaube, damit kann ich leben. Dafür sieht das Dach so scheiße aus. Hier muss auch sowas hin. Okay. Hier müssen noch ein paar Wände mit rein. Gut, dass ich hier noch Bäume habe. So. Das heißt, ich brauche hiervon 2.
Rampe nehme ich auch. Nehme noch mal ein, zwei Fenster, einen Türrahmen, eine Tür und acht. Glaube, das sollte reichen. Kann ich hier? Was haben wir? Digga, was da drin ist, ne? Ich hoffe, die Dinger spawnen einfach auch neu, während ich hier, ne, jetzt gebaut habe. Normalerweise hast es ja das Holz. Also wenn du mit mehreren Leuten spielst, ist das schon geil, wenn du auf so eine Kiste haust und da fünf Spitzhacken rauskriegst. Dann sparst dir auf jeden Fall das Metall. Okay, zack. Guck mal, hier sieht das sogar gleich ganz anders aus. Erstmal. Aber dann, das guckt oben raus. Das ist halt doof. Guck mal, es ist eigentlich, ne? Ja, weil ich da nichts hingesetzt habe. Aber guck mal, ich habe hier noch was. Das kann ich ja theoretisch. Guck mal. Kein Holz mehr. Aber ich probiere trotzdem noch mal. Alter. Ich habe echt nicht den richtigen Winkel dafür, ne? Das ist doch. Da war er wieder. Ja, dann geht das halt so ein bisschen darüber, aber scheiß drauf. Und das hier ist sowieso zum Kotzen. Ich mach da jetzt einfach noch. Meine Dach können wir zur Not auch immer noch ersetzen. Meine Fresse! Geht mir das gerade auf den Piss? Und trotzdem kann ich hier nicht. Nee, könnte hier. Aber wenn ich den so mache, kann ich trotzdem nicht. Es sieht scheiße aus. Sind wir ganz early, aber egal. Das ist wahrscheinlich nicht für so eine Dreierkonstruktion ausgelegt, ne? Scheiß drauf. So. Erstmal hier kommt. Die Fjordkarte. Eine neue Tür. Fenster. Was ich hier endgültig drin baue, keine Ahnung. Hier noch so ein Ding. Da.
Ja, da können wir Strom drinne machen, ne? Also, es passt ein klein wenig jetzt hier ins Setting mit rein. Und das ist gut so. So. Wo setze ich die Dinge hin? Bin ja eigentlich, wo habe ich die Schmiede reingesetzt? Hier vor. Nee, hier. Hier waren die Betten und Schränke. Ach klar, hier ist die Schmiede. Ja, dann kann das hier mit rein. Okay, es ist nicht ganz so geil, wie ich es mir vorgestellt habe, hier zu bauen. So. Okay. Ich brauche Gammelfleisch. Zack. Und hier bitte Stein. Fesu. Feuerstein. Haben wir nicht. Nur hier. So, okay. Dann.